993 € Altersrente im Schnitt für 18,5 Millionen Altersrentner in Deutschland. Ich finde alarmierende Zahlen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Deutschlands Altersrenten, die im Jahr 2021 im Schnitt gezahlt wurden, betragen sage und schreibe netto monatlich 993 Euro. Nicht einmal 1000 Euro erhalten 18,5 Millionen Altersrentner im Schnitt. Deutschlands Altersrenten sind, ich bin Sozialrechtler, das wissen Sie, aus meiner Sicht Armutsrenten. Viele Versicherte haben 35 Jahre und mehr hart geschuftet und bekommen im Schnitt eine solch niedrige Rente. Und ich habe mal die Zahlen mal grob aufgestellt und im Detail will ich Ihnen das mal zeigen, um was es da eigentlich geht. Also, meine Damen und Herren, in Deutschland gibt es also einen Rentenzahlbetrag im Schnitt von 993 Euro, hatte ich ja eingangs erwähnt. Und das sieht dann so aus, dass es im Osten und im Westen, Mann und Frau zusammen, im Schnitt im Osten 1172 Euro Altersrente gibt, Auszahlungsbetrag, und im Westen 948 Euro. Habe ich hier mal so aufgesplittet, können Sie mal sehen. Der Unterschied liegt darin, dass im Westen Frauen ein anderes Erwerbsleben hatten oder haben als im Osten. Im Westen waren und sind aktuell auch Frauen immer noch oft in Teilzeit arbeiten, hingegen Frauen im Osten mehr Vollzeit beschäftigt waren, meine Damen und Herren. Dann schauen wir uns das mal an, die Altersrenten für Männer und Frauen im monatlichen Zahlbetrag. Im Osten bekommen Männer 1.293 Euro im Schnitt ausgezahlt, bei Frauen sind es 1.082 Euro. Ja, hier habe ich so ein bisschen fettgedruckt blau gemacht. Und im Westen bekommen Männer 1.212 Euro im Schnitt Altersrente und Frauen nur 737 Euro im Schnitt. Das hatte ich eingangs erwähnt. Das liegt schlicht und ergreifend an den Erwerbsbiografien, an den unterschiedlichen Erwerbsbiografien bei Frauen Ost und West. Aber ich denke, das wird sich in der Zukunft auch immer mehr dahin bewegen, dass Frauen im Westen immer mehr Vollzeit arbeiten gehen. Es ist einfach die Zeichen der Zeit, Demografie und so weiter. Dann haben wir als drittes noch den Unterschied nach der Art der Altersrente. Und da haben wir im Westen, da haben wir die Regelaltersrente, die bekommen 7,7 Millionen Regelaltersrentner. Da liegen wir im West und Ost bei 697 Euro im Schnitt Rente. Ja, Sie sehen immer hier dieses Zeichen. Dann die Altersrente für langjährig Versicherte, das ist die, die man mit 35 Jahren Wartezeit erreichen kann. Da haben wir 2,2 Millionen Altersrentner in Ost und West, die bekommen im Schnitt 1.162 Euro. Da ist immer ein Abschlag mit drin. Ja, also da ist auch in der Statistik sozusagen der durchschnittliche Abschlag schon mit erfasst. Und 1,9 Millionen Altersrentner für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Altersrente, die man seit 2014 ab 63 Jahre und dann mit dem Geburtsjahrgang 1964 dann wieder mit 65 Jahren und 45 Jahre Wartezeit in Anspruch nehmen kann. Da haben wir eine durchschnittliche Altersrente von 1.419 Euro. Ich habe die Altersrente für schwerbehinderte Menschen und die anderen Altersrenten, wo zum Beispiel auch noch Fremdrentenanteil und andere Altersrenten nach dem Anspruchs- und Anwartschaftsüberleitungsgesetz nicht mit erfasst, aber wir haben hier schon mal eine ganz klare Aussage, dass die Renten in Ost und West doch unterschiedlich sind, aber generell der Zahlbetrag der Rente im Osten hier deutlich höher ist, aber generell der durchschnittliche Rentenzahlbetrag in Deutschland sehr niedrig ist. Daneben gibt es noch 5 Millionen hinterbliebenen Renten und 1,8 Millionen EM-Renten, die im Jahr 2021 noch gezahlt worden sind.
Ich sage 993 Euro Altersrente als Durchschnittsrente für 18,5 Millionen Altersrentenbezieher in Deutschland. Das ist verdammt wenig, wenn man sieht, was pensionierte Beamte in Deutschland im Durchschnitt als Altersruhegelder erhalten. Deutschlands Altersrenten sind im Schnitt tatsächlich Armutsrenten. Finden Sie das nicht auch? Ich bin auf Ihre Kommentare zu diesem Video und auch zu diesen Fakten gespannt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.